Eines schönen Morgens nahm Rotkäppchen einen Korb mit allerlei Leckereien und machte sich auf den Weg zu ihrer Großmutter, die auf der anderen Seite des tiefen, dunklen Waldes in einer Hütte wohnte. Sicher habt ihr diese Geschichte als Kinder auch erzählt bekommen. Aber wahrscheinlich die Version, in der sich die Oma in ihrer Kammer verstecken kann und Rotkäppchen dank des Jägers nicht vom bösen Wolf gefressen wird. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Doch das ist nicht das ursprüngliche Märchen, das ein völlig anderes Ende hat. Ihr kennt mich nicht, aber ich kenne euch. Es gibt drei von euch. Ich nenne euch Rote 1, Rote 2, Rote 3. Ich weiß, dass sich jede von euch im Wald verirrt hat. Und genauso wie das kleine Mädchen im Märchen, seid ihr auserwählt zu sterben.